Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Der ungarische Staatschef Viktor Orbán ist wieder in einer Friedensmission unterwegs gewesen. Zuvor war er in Kiew bei Zelensky, dann bei Putin in Moskau und nun in China, in Peking, bei Xi. Ich nehme euch mal mit auf die Seite von Zeit Online. Da steht, sie nennen es Friedensmission. Wir lesen, auf seiner rätselhaften Tour macht Ungarns Premier Viktor Orbán Halt in Peking. Damit schenkt er China-Staatschef Xi einen Erfolg, den Frieden bringt er so nicht näher. Ich denke, wir sollten keine Bemühungen auslassen, um einen Frieden in der Ukraine herbeizuführen. Schließlich kann er jederzeit auch nach Deutschland, nach ganz Europa überschwappen und nicht nur auf dem Territorium der Ukraine bleiben. Er könnte sich sogar zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten. Das wollen wir natürlich verhindern. Unsere Staatschefs, der Bundeskanzler Scholz, unternimmt ja nichts, um auf diplomatischem Wege dazu beizutragen, einen Frieden herbeizuführen. Im Gegenteil, er hat sogar verfügt, dass deutsche Waffen von der Ukraine aus auf Russland abgeschossen werden dürfen. Das würde unter Umständen eine Eskalation bedeuten. Wir müssen alle Kanäle nutzen und ich finde, das macht Viktor Orbán ganz hervorragend, um wieder auf diplomatischem Wege dafür zu sorgen, um auszuloten, was können wir tun, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Lücken, wo kann man reingrätschen, damit es zu einem Frieden kommt. Zelensky möchte natürlich weiterhin Präsident der Ukraine bleiben. Wenn es zu einem Friedensvertrag käme, beziehungsweise wenn der Frieden bzw. der Krieg ausgesetzt werden würde, dann hätte es zur Konsequenz, dass Neuwahlen in der Ukraine ausgeschrieben und durchgeführt werden müssten. Er möchte Präsident bleiben und deshalb möchte er, so ist meine persönliche Einschätzung, auch weiterhin diesen Krieg. Viktor Orbán macht es genau richtig, auch wenn es allen anderen westlichen Staatschefs nicht passt. Er sorgt dafür, dass wir möglichst bald hoffentlich zu einem Frieden in der Ukraine kommen. Ich habe heute auf den Nachdenkseiten, die ich übrigens sehr empfehlen kann, einen sehr interessanten Beitrag gefunden. Der ist auch heute Vormittag online gegangen, leider nur mit deutschen Untertiteln. Er zeigt ein Interview mit Zelensky und er zeigt ein Statement der Staatschefs Viktor Orbán und Wladimir Putin in Moskau auf einer Pressekonferenz. Ungarn wird in den nächsten 6 Monaten in der EU den Vorsitz führen. Mit meinem ersten Besuch bin ich hierher gereist, weil der Frieden eine wichtige Frage ist. Der Krieg, den Sie jetzt erleben, beeinflusst die Sicherheit Europas sehr stark. Wir schätzen alle Initiativen von Präsident Zelensky zur Durchsetzung des Friedens sehr hoch. Ich habe dem Präsidenten erklärt, dass diese Initiativen viel Zeit erfordern würden. Die Regeln der internationalen Diplomatie sind sehr kompliziert. Ich habe Präsident Zelensky gebeten, sich darüber Gedanken zu machen, ob es möglich wäre, ein bisschen anders vorzugehen, nämlich zunächst Feuer einzustellen und dann Verhandlungen fortsetzen. Die Feuereinstellung könnte eine Beschleunigung dieser Verhandlungen ermöglichen. Prischwitschenja tempo zich peremowin.
Was den Vorschlag über eine Waffenruhe anbelangt, so habe ich sehr klar erklärt, wir befinden uns in einem Konflikt und wir können nicht einfach so von der Feuereinstellung reden. Ich brauche einen Plan für unsere Menschen. Wir können nicht Putin so einfach vertrauen. Wir können im Prinzip nicht vertrauen. Für uns ist er Feind und Aggressor. Wichtig ist, dass Ungarn begreift, dass Russland ein Aggressor ist. Важливо, що вона визнає територіальну цілісність і суверенітет України. І тому з приводу сізфайру. Wir hatten hunderte von Begegnungen noch während der Minsker Verhandlungen. Vor einigen Jahren haben wir bereits Waffenruhe vereinbart zwischen der Ukraine und Russland. Und Russland hat sie alle verletzt und unsere Menschen getötet. Deshalb muss eine Vereinbarung über Waffenruhe auf internationaler Ebene und in Anwesenheit von Führungspersönlichkeiten erzielt werden, die Vertrauen genießen, selbst wenn sie unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ansichten über Etappen zur Beendigung dieses Krieges haben sollten. Herr Ministerpräsident hat uns über seine jüngsten Begegnungen in Kiew informiert, wo er eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet hat. Unter anderem ging es um den Aufruf zu einer Feuerpause, um Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen mit Russland zu schaffen. Was Russland anbelangt, so habe ich mehrmals betont, dass wir stets offen sind für die Erörterung von Möglichkeiten für eine politisch-diplomatische Regelung. Von der anderen Seite hören wir, dass diese nicht gewillt ist, die Fragen auf diese Weise zu lösen. Die Sponsoren der Ukraine sind aber weiterhin bemüht, dieses Land und dessen Volk als ein Rambock und ein Opfer der Konfrontation mit Russland zu nutzen. Wie wir den Stand der Dinge sehen, unter anderem unter Berücksichtigung von dem, was wir heute von Ministerpräsident Orbán gehört haben, ist man in Kiew immer noch nicht bereit, die Idee von einem Krieg bis zum siegreichen Ende aufzugeben. Meines Erachtens lässt das Kiewer Regime die Idee von einer Einstellung von Kampfhandlungen unter anderem auch deshalb nicht zu, weil in diesem Fall der Vorwand für die Verlängerung des Kriegszustands verschwinden würde. Azért sem akarják, mert ebben az esetben vissza kell vonni a hadi állapotot. Sollte man aber den Kriegszustand aufheben, dann würde man auch Wahlen durchführen müssen, die termingemäß nicht stattgefunden haben. Так і не состоявшиеся в срок президентских выборов. Dabei liegen die Chancen der jetzigen Machthaber in Kiew, die jede Popularität und jede Legitimität verloren haben, diese Wahl zu gewinnen, dicht beim Nullpunkt. Unsere Friedensinitiativen wurden vor kurzem bei meinem Treffen mit der Leitung des Außenministeriums der Russischen Föderation dargelegt. Ihre Umsetzung würde unseres Erachtens die Möglichkeit bieten, die Kampfhandlungen zu beenden und Verhandlungen aufzunehmen. Dies sollte aber keine Waffenruhe und kein vorübergehender Waffenstillstand sein. Und auch keine Pause, die dem Kiewer Regime die Möglichkeit für Wiederherstellung von Verlusten, für Umgruppierungen und Nachrüsten bieten würde.
которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Nem egész egyszerűen egy szünet, amit Kijev arra használhat, hogy újra átcsoportosítsa erőit és helyrehozza helyzetét. Russland setzt sich für eine vollständige und endgültige Beendigung des Konflikts ein. Teljes és végleges lezárásáért harcol. Die Bedingungen dafür habe ich, wie gesagt, beim Treffen im Außenministerium dargelegt. Már említettem, a felszólalásomban elhangzottak. Es handelt sich um einen vollständigen Abzug aller Truppen der Ukraine aus den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sowie aus den Gebieten Saporoschje und Cherson. Es gibt auch andere Bedingungen, sie sind aber Gegenstand für eine ausführliche Behandlung bei einer möglichen gemeinsamen Arbeit. Eine Besonderheit unseres Treffens heute besteht darin, dass sie während eines Krieges stattfindet. Das ist ein Zeitpunkt, in dem Europa Frieden sehr stark braucht. Frieden ist für Europa das Wichtigste. Wir betrachten den Kampf um den Frieden als unsere Hauptaufgabe während unseres EU-Vorsitzes in der bevorstehenden Jahreshälfte. Ich habe den Präsidenten darauf aufmerksam gemacht, dass die erfolgreichsten Jahre für Europas Entwicklung in der Friedenszeit waren. 2,5 Jahre ist unser Leben in Europa vom Krieg überschattet. Und das führt zu riesigen Schwierigkeiten in Europa. Wir können uns nicht in Sicherheit fühlen. Wir sehen Bilder von Zerstörung und Leid. Und dieser Krieg beeinflusst bereits unser Wirtschaftswachstum und unsere Konkurrenzfähigkeit. In den zurückliegenden 2,5 Jahren haben wir begriffen, dass wir ohne Diplomatie und ohne Verbindungskanäle keinen Frieden erreichen werden. Dieser Frieden wird nicht von selbst entstehen. Für den Frieden muss man arbeiten. Wege zur Herstellung des Friedens habe ich heute mit Präsident Putin erörtert. Ich wollte herausfinden, welcher Weg zu einem Kriegsende der kürzeste ist. Хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны. Ich wollte den Standpunkt des Präsidenten zu 3 wichtigen Fragen erfahren. Was von den momentan vorliegenden Friedensinitiativen hält, was über eine Feuereinstellung und über Friedensverhandlungen denkt und in welcher Reihenfolge diese durchgeführt werden können. О имеющихся на данный момент мирных инициативах. Mit gondol a tűzszünet és a béketárgyalás viszonyáról? Lehetséges-e hamarabb tűzszünet, mint béketárgyalás? Что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах? В какой последовательности их можно провести? Kíváncsi voltam az elnök úr véleményére a háború után. Der dritte Punkt, der mich interessiert hat, war seine Vorstellung von einem Europa nach dem Krieg. Ich danke Herrn Präsidenten für das offene und aufrichtige Gespräch. Благодарен господину президенту за открытую и честную беседу. In den zurückliegenden 2,5 Jahren sind nahezu alle Staaten abhanden gekommen, die Kontakte zu beiden Seiten haben könnten. Стран, которые могли бы иметь контакт и с той, и с другой противоборствующей стороной. Ungarn gehört gerade zu diesen sehr wichtigen Ländern. Deshalb war ich in dieser Woche in Kiew und bin jetzt in Moskau.
Aus meiner Erfahrung habe ich verstanden, dass die Positionen sehr weit voneinander entfernt sind. Man muss sehr viele Schritte unternehmen, um sich einem Kriegsende zu nähern. Den wichtigsten Schritt haben wir gemacht, wir haben den Kontakt hergestellt und ich werde in dieser Richtung weiterarbeiten. Als unsere Truppen vor Kiew standen, haben wir von unseren westlichen Partnern einen Vorschlag, ja sogar eine nachdrückliche Bitte bekommen, Feuer- und Kampfhandlungen einzustellen, damit die ukrainische Seite bestimmte Schritte unternehmen kann. Das haben wir getan. Die ukrainische Seite hat aber ihre Kampfhandlungen nicht eingestellt. Später wurde uns gesagt, dass die offiziellen Behörden der Ukraine nicht in der Lage seien, alle bewaffneten Formationen zu kontrollieren, weil es dort angeblich solche gäbe, die auf die zentralen Behörden nicht hören. Zweitens wurde uns vorgeschlagen, unsere Truppen von Kiew abzuziehen, um Bedingungen für den Abschluss eines Friedensabkommens zu schaffen. Das haben wir getan, wurden aber schon wieder mit einem Betrug konfrontiert. Alle in Istanbul erzielten Vereinbarungen landeten im Mülleimer. So etwas ist mehrmals passiert. Jetzt einfach einen Waffenstillstand ausrufen in der Hoffnung, dass die andere Seite positive Schritte unternehmen würde, das können wir einfach nicht. Wir können nicht zulassen, dass der Gegner diese Feuereinstellung ausnutzt, um seine Lage zu verbessern, nachzurüsten und ihre Armee durch gewaltsame Mobilmache zu vervollständigen und sich auf eine Fortsetzung des bewaffneten Konflikts vorzubereiten. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass die gegnerische Seite bereit wäre, solche Schritte zu unternehmen, die unumkehrbar und für die russische Seite annehmbar wären. In meinen Augen ist Viktor Orbán ein Held. Er macht alles richtig. Er setzt sich für den Frieden ein in der Ukraine, für den Frieden in Europa. Er ist derzeit der einzige Staatsmann, der sich richtig reinkniet, der sich engagiert, auch wenn er kein EU-Mandat hat. Das braucht er nicht. Es ist sein gutes Recht, persönlich aktiv zu werden. Das macht er und ich hoffe, er wird eines Tages und möglichst bald damit Erfolg haben. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Was meint ihr dazu? Ist es richtig, dass Viktor Orbán unterwegs ist und diverse Staatschefs aufsucht, um auszuloten, wie man zu einem Frieden in der Ukraine schnellstmöglich kommen kann? Ich bin auf eure Meinung sehr gespannt. Wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann bitte ich darum, auch dieses Video zu teilen und zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und auch gleich die Glocke mit zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.